Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, heute haben wir eine Sendung vom lieben Jens bekommen und es handelt sich dabei wieder um koreanische und japanische Karten aus dem Millennium Pack und aus dem 20th Anniversary Pack. Vorneweg will ich noch sagen, ich habe auch eine Spende bekommen. Leider Gottes habe ich die schon verräumt. Aber er hat mir hier eine Liste mitgegeben, das wollte ich nur mal erwähnt haben, richtig cool. Der hat mir hier so eine Liste mitgegeben von den ganzen Karten, die er mir hier quasi gespendet hat. Richtig cool, ich wollte mich hier nur nochmal an den lieben Spender bedanken. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, deswegen werde ich das jetzt mal nicht tun. Aber ich denke, die Person, die mir die Karten geschickt hat, wird sich angesprochen fühlen und weiß auch, was gemeint ist. Vielen, vielen Dank, die Karten helfen mir fürs Projekt natürlich wirklich weiter. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir zu den Karten selbst. Wir fangen an mit den Millennium Rare Pack, mit den Millennium Pack Karten in Millennium Rare. So. Und da haben wir zum einen den Black Luster Soldier und zwar gleich zweimal. Das ist eine richtig coole Karte. Millennium Rare sieht mega fett aus. Ich meine, vor allen Dingen auch dieser Nebel, seht ihr den? Wenn man den ein bisschen schräg hält, richtig schön. Oh, ich liebe das. Hatte ja letztens schon mal wieder einen dabei, das heißt, das sind jetzt meine achten müssten das sein. Mit den beiden habe ich jetzt 8 von denen im Millennium Rare. Richtig coole Sache auf jeden Fall. Dann haben wir hier den Ring der Zerstörung und der ist etwas ganz Besonderes, denn da es sich hierbei um die koreanischen Millennium Rare Pack Karten handelt, ist das auch noch das zensierte Artwork. In Japan haben wir ja das unzensierte mit den Handgranaten außenrum. Das heißt, nur die koreanischen erhalten wir in unserem Artwork in Millennium Rare. Deswegen finde ich es cool, dass das die koreanischen sind. Finde ich echt cool. Und davon müssten wir auch 2 Stück haben, genau. Nice, also von denen habe ich dann jetzt insgesamt 3. Ich habe davor nur die japanischen gehabt. Ich finde unser Artwork ohnehin schöner als das japanische. Das mit den Handgranaten sieht irgendwie doof aus. Finde ich das mit den Flammen schon schöner. Richtig cool. Dann haben wir ein Aufgegeben in Millennium Rare. Auch mega fett. Passt sehr gut zur Karte, muss ich sagen. Ja, dieses Mystische mit den ägyptischen Hieroglyphen. Sehr schön. Dann ein ein B-Skull Dragon. Ja, auch mega nice. Haben wir jetzt 4 oder 5 von denen. Geht auch so um die 3 Euro in etwa, kann man dafür schon kriegen. Ja, wird auf jeden Fall, wird sich gut machen in der Sammlung. Dann haben wir Guilford, der Blitz in Millennium Rare. Dann das, die Ritualzauberkarte für aufgegeben. Oh Gott, wie heißt die Karte? Freundschaftsbund, kann das sein? Ich habe den Namen vergessen. Aber ja, auch hier in Millennium Super Rare. Auch hier haben wir jetzt wieder die zensierte Variante des Albtraumrats auf Koreanisch. Da ist hier ein anderes Monster dran, das nicht nackt ist. Ich glaube, der Mann, der hier normalerweise zu sehen ist, ist nackt. Und auch davon habe ich natürlich dann ein paar Karten. Aber freut mich, dass wir jetzt auch eine Millennium Rare Variante im unzensierten Artwork haben. So muss das sein. Tut mir leid, Leute, ich bin gerade erst aufgestanden. Es ist 8 Uhr. Dann haben wir den FGD, den 5 Götterdrachen. Auch hier, das finde ich cool, dass da keine japanischen Zeichen oben stehen. Da haben sie tatsächlich unsere genommen. Richtig cool. Ah, ihr seht das schon, ne? Der Effekt ist einfach bombastisch. Ohne Witz. Also Millennium Rare an sich ohne Lichteinfall ist unscheinbar, aber wenn da Licht drauf fällt, das schillert so heftig. Das ist richtig geil. So, und jetzt müssten wir eigentlich zu den Karten kommen. Genau, jetzt kommen wir zu den Karten aus dem 20th Anniversary Pack. Das 20th Anniversary Pack ist das, was bei uns als Duelist Saga rausgekommen ist. Allerdings unterscheiden sich die Sets halt schon gewaltig, ja. Also, es gibt zum Beispiel in der japanischen Variante den Blue Eyes and Ghost. Und in der koreanischen Variante gibt es hier den Platinum Secret. Und das sieht richtig geil aus. Also, nicht unser Platinum Secret, sondern ein anderes. Wesentlich heller, wesentlich edler. Sieht richtig geil aus. Ich suche den unglaublich dringend, aber den hat halt keiner. Und das hier müssten jetzt die koreanischen sein, oder? Ne, das sind die japanischen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier bekommen haben. Also, als wirkliche Holos haben wir hier jetzt nicht sonderlich viele. Die anderen sind halt Kamen, nur mit diesen Dingern hier. Ich kann leider nicht mehr viel zu den Namen hier sagen. Auf jeden Fall scheint das eine Pendelzauberkarte zu sein, weil man sieht hier ja diesen Pendeldrachen.
Und ja, das ist Prismatic Secret und dann halt mit diesen Parallel-Streifen drin. Richtig cool. Die hier kam bei uns auch in Duelist-Saga raus. Neues, also ich glaube, das ist eine komplett neue Karte, aber das Artwork ist so schön oldschool. Das ist endlich mal wieder ein richtig schönes Artwork für eine Zauber- oder beziehungsweise in dem Fall Fallenkarte. Man muss sich das mal vorstellen, früher wurden auf Zauber- und Fallenkarten Objekte abgebildet, ja, zum Beispiel irgendein magischer Kreis oder so, und heute haben wir auf Zauber- und Fallenkarten so wie so Filmszenen, so Szenarien, und das ist halt overdesigned meistens und hat keinen wirklichen Wiedererkennungswert, ist auch kein kleines Kunstwerk mehr in dem Sinn, sondern halt, ja, wie so ein Comic, und das finde ich halt scheiße. Das ist zwar hier theoretisch auch noch der Fall, aber hier hat man halt noch wirklich das Gefühl, es ist so wirklich oldschool. Dann haben wir in Ultra Rare. Oh Gott. Also ihr werdet merken, von den Karten weiß ich die meisten Namen nicht. Ich habe jetzt auch meinen PC noch nicht angemacht, das heißt, ich habe mir hier noch keine Notizen machen können. Aber das ist auf jeden Fall die neue Support-Karte für Dark Magician, wenn ich mich nicht täusche. Was heißt, wenn ich mich nicht täusche, da sehen wir den dunklen Magier des Chaos. Ist auch eine sehr schön designte Karte auf jeden Fall. Okay, da sind wir unterbrochen worden. Also das hier müsste jetzt die letzte Holo sein. Auch deren Namen weiß ich nicht, aber das sieht irgendwie nach Utopia aus. Wenn ich mich täusche, auf jeden Fall. Doch, das müsste Utopia sein, da hinten ran. Ja, auf jeden Fall, vom Design her finde ich die jetzt nicht so überragend, aber sie ist auch nicht hässlich. Ist halt, ja, eine Zauberkarte. Das ist jetzt Vertrag mit Don 1000, soweit ich weiß. Das ist eine coole Karte, schön designt. Geht Richtung Seal oder Sexel, wie die meisten sagen. Eigentlich heißt es ja Seal, das X sollte eigentlich gar kein Buchstabe sein, sondern halt ein Zeichen. Hier meine absolute Lieblingskarte aus der Sendung Cyberstein. Richtig cool. Hier jetzt auch in Parallel Rare sozusagen. Richtig nice. Also Cyberstein gefällt mir sehr, sehr gut in dieser Rarität. Sehr geil. Dann haben wir Feuerformation Tanky. Oh Gott, das ist irgendwas ewig Infernales. Ich weiß den Namen aber nicht mehr. Dann, oh Gott, war das nicht? Vorbereitung der Riten? Wenn ich mich täusche, bin ich gar nicht sicher. Irgendwas mit Ritual, das ist auch eine Ritualzauberkarte, aber ich weiß bedauerlicherweise den Namen nicht mehr. Dann haben wir Schattenpuppenfusion, wenn ich mich nicht täusche. Dann, oh Gott, das ist so ein Clifford-Ding. Ich weiß bloß auch den Namen, also die genaue Bezeichnung der Karte nicht mehr. Das ist jetzt ein Übelschar. Ich weiß zumindest noch, zu was sie gehören. Seht es mir nach. Oh Gott, das gehört zu diesen Evolza. Ist das Evolza Lagia? Könnte sein, ne? Evolza Lagia wäre möglich. Genau, die Karte weiß ich leider auch gar nicht mehr, wie heißt. Also, ich merke schon, ich hätte mir Notizen machen sollen, aber ich habe jetzt so früh morgens, hatte ich keine Lust, meinen PC anzumachen. Und mal abgesehen davon funktioniert mein Drucker eh nicht momentan. Das ist jetzt der Herold der Vollkommenheit, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt ist oben meine Deckenlampe ein bisschen abgenippelt, jetzt sieht das hier ein bisschen anders aus. Scheiße. Das ist Ladiator Gizarus. Dann haben wir den, oh Gott, maskierter Held, wer ist der? Maskierter Held, boah, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ist das einer der beliebteren, auf jeden Fall. Gott, wie hieß er denn? Naja, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Dann haben wir den Brecher, magischer Krieger. Zweimal gleich. Dann die DD-Kriegerin. Den Gerümpel-Synchronisierer, Renebrains Kanal-Maskottchen. Jetzt fährt ein LKW vorbei, was wir auf jeden Fall gut gebrauchen können. Dann haben wir Elemental Prisma. Das ist irgendein Insektor, ist das vielleicht Insektor-Libelle? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube schon, das müsste doch Insektor-Libelle sein, oder? Oh. Dann haben wir Elemental Stratos. Oh Gott, die weiß ich nicht mehr. Die kamen bei uns im World Superstars raus. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißen. War das nicht sogar eine der wertvolleren aus dem Set? Ich weiß es gerade gar nicht. Auch den hier weiß ich nicht mehr.
Soll aber zumindest eine halbwegs gute Dino-Karte sein, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich das jetzt aus den Videos, die ich letztens so gesehen habe, richtig verstanden habe. Dann haben wir Meizuki. Der ist jetzt, das ist jetzt Necros, glaube ich. Aber welcher genau das jetzt ist, weiß ich wiederum nicht. Dann haben wir Blackwing. Dimensionsriss. Einen Notfallteleport. Nochmal ein Meizuki. Die Fremdenführerin aus der Unterwelt. Oder ist das der Reisebus? Ich kann die beiden nie auseinanderhalten, tut mir leid. Dann haben wir den Kampfausblender. Eine Effektverschleierin. Eine Karte, von der ich nicht mal ansatzweise weiß, wie sie heißt. TG ist auf jeden Fall was mit TG. Und, oh Gott, ist das nicht diese Doppelhelix? Nee, nicht Doppelhelix. Oder? Oh, weiß ich leider auch nicht. Ja, das war jetzt eine ziemlich ahnungslose Folge, wie ihr schon mitbekommen habt. So geht es mir mit den japanischen Karten aber häufig. Einige weiß ich nicht. Umso moderner sie werden, umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihren Namen kenne. Bei den Oldschool-Karten geht es meistens. Und ja. So, das war's mit der Sendung von heute. Ich danke nochmal an den Spender für die Spende und an den Verkäufer für den Verkauf. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was da wieder erwarten. Und ja, ich würde sagen, macht's gut und haltet die Ohren steif.